Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Point Hospital. Ja, wir machen hier gerade so eine lustige große Kampagne, um unseren Ruf zu steigern und hoffentlich den Rest hier auch irgendwie hochzubringen. Ja, das ist halt alles. Es schließt sich alles gegenseitig aus, deswegen ist das alles hier so scheiße schwer. Kann ich mir bitte anschauen, was die jährliche Prüfung beinhaltet? Danke. Cool. So. Der Heini chillt da einfach nur, aber er verbessert unseren Ruf scheinbar dadurch. So, jetzt gerade hatten wir so ungefähr 140. Wie viele Patienten haben wir denn jetzt? 136, okay, sie gehen gerade nicht hoch. Ich hoffe, das bleibt natürlich so, weil umso weniger Patienten wir haben, umso weniger überfüllt sind alle Räume und umso weniger überfordert sind einfach alle. So, unsere Ärzte haben Forschung 3 geschafft. So, dann Kundenbetreuung hätte ich gerne. Kann sich da bitte irgendwer kümmern. Wahrscheinlich sind jetzt meine zwei Assistenten da, also mein einer Assistent da hinten weg. Ja. Wer hätte das geahnt? So, Personal. Wer hat denn gerade Zeit? Du hast gerade Zeit. Hier aufheben. Ich brauche dich hier hinten. So. Öffentlichkeitsarbeit, ja. So, jetzt kommen wieder Geld rein normalerweise. So, Mumien. Eine Kryptologie, ja. Also wie gesagt, ich hätte jetzt ja gern, wäre ich jetzt einmal auf 10k hochgegangen mit unserem Krankenhauswert und dann wäre ich mit dem Preis wieder runtergegangen. Aber ich hätte gern 10k. Ich bin einfach so geldsüchtig. Okay, Forschung ist abgeschossen, ist schon mal geil. Okay, nächste Forschung. Ich hätte gern sowas mit Patienten, dass alle einfach zufrieden sind und nicht so viel reinkommen. Ja, die Beförderung von meinen Mitarbeitern klappt gerade auch nicht so, aber vielleicht, wenn die Leute hier fertig sind, dass dann ein paar befördert werden. Ja, sterben gerade ganz viele, aber ja, damit war zu rechnen. Da ist doch schon wieder mein Personal abgehauen, ja. Wo hängen die den ganzen Tag rum? Alle an der Aufnahme. Ich hätte dich nicht gerne an der Aufnahme, sondern ich hätte dich gerne hier hinten. Kannst du bitte hier arbeiten? Du bringst mich noch zum Verzweifeln. Ja, cool, ist eine Pause gegangen. Ernsthaft? Haben wir irgendeinen anderen, der auf der Aufnahme hockt und Bock hat, das zu machen? Hier. Bitte arbeite da. Das so, jetzt rennt der auch gleich einfach weg. So. Cool, Kundenbetreuung 2 ist durch. Es wurde keiner befördert. So, was haben wir hier jetzt halt für lustige Weiterbildung? Hier, Behandlung 2. Machen wir einfach mal das. So. Der Typ macht hier was. Wir hätten es, wenn wir diesen Scheißruf jetzt hochboxen. Und jetzt bitte einfach keiner sterben. Einfach keiner sterben, okay? Keiner sterben. Kriegen wir das hin? Nein, nicht abhauen. Ich brauche euch hier. Ich brauche am liebsten alle von euch hier. Bitte hört auf, da zu arbeiten. Ja, komm, egal, ob du ekelhaft bist. Hock dich einfach dahin und arbeite für mich. Ich brauche euch, okay? Okay, es hauen wieder so viel ab, aber es passt noch. Das ist so, okay, wir speichern gerade. Hättet ihr gedacht, dass ich es nochmal so reißen kann? Ich hätte es nicht mehr gedacht, ganz ehrlich. Als unser Geld runterging und ich eigentlich nichts machen konnte, habe ich damit gerechnet, dass wir pleite gehen. So, du gehst auch noch da hinten und machst unseren Ruf hoch. So, 65%, ja, das ist scheiße. Ja. Da wird fleißig erforscht. Jetzt schauen wir mal. Unser Geld muss halt auch immer schön oben bleiben, ansonsten hilft uns das alles nichts. Aber ja, die sind mal wieder abgehauen. Obwohl sie nur noch 50 hätten. Na toll. Und die Heinis sind da, die machen irgendwas. Aber das hilft gerade nicht so viel. Wo? Ja, weil die abhauen, deswegen hilft es nicht viel. Ich möchte euch nicht vorne auf der Aufnahme hocken haben, ich möchte euch da hinten hocken haben. Hockt euch einfach da hinten hin. Macht da eure Scheiße, ganz ehrlich.
Ich bin hier nicht eure Aufpasserin. Scheiß auf die Aufnahme. Bleibt da, okay? Jetzt haben wir drei Leute da. Jetzt schauen wir mal, wie schnell die wieder abhauen. Ich würde am liebsten die Tür zuschließen. Weil jetzt hier 5% sind das jetzt gerade. Ganz ehrlich, jetzt hätten wir es, aber mit dieser Scheißruf. Ihr alle drei seid da. Bitte kriegen wir das hin. Okay, unsere Forschung ist abgeschlossen. Ja, wir müssen neue Forschung starten. Verdiene 200.000. Ja, wenn du dafür da bleibst, dann mache ich das gerne. So, hier, Projekt starten. Bleibt da. Nein, das haut wieder der Nächste ab. Das gibt's doch nicht. Jetzt sind alle auf einmal wieder da bei der Aufnahme. Ihr sollt nicht bei der Aufnahme hocken, weil die keine juckt. Sondern ihr sollt euch da hinten alle hinhocken. Hier. Ja, jetzt geht alles wieder runter. So, ich von diesen untersten Assistenten, ich ändere jetzt die Aufgaben, dass ich bitte da hinhocken soll. Lasst mich in Ruhe sonst. Okay, hier. Arbeite einfach hier. Befördere 3 Mitarbeiter, haben wir wohl geschafft. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Geld, haben wir. Oberschiene, wir haben es. Oh Gott. Es geht gerade echt nur um Ruf. Aber ich sollte vielleicht mit dem Krankenhauswert weit über 10.000 hinaus, weil ich meine, im nächsten Krankenhaus haben wir dann wieder das Problem und dass wir es halt dann kurz geändert haben, endet dann halt nichts und wir brauchen dann eine Heilungsrate von 90 und einen Ruf von 90. Ist das letzte Krankenhaus, deswegen ist es so extrem. So. Promi-Besuch. Wie viele Patienten haben wir jetzt eigentlich gerade? Weil jetzt gerade hatten wir weniger. Es werden immer noch weniger. Das freut mich irgendwie, dass es weniger Patienten sind. Natürlich sollte es mich nicht freuen, aber es freut mich irgendwie. Jetzt hat es. Und wo ist der Heini? Mann, das gibt's doch nicht. Dieser scheiß Heini. Mach Pause. Du sollst aufhören mit Pause. Du sollst arbeiten. Ich habe eine wunderschöne Arbeit für dich. Du musst nicht am Empfang hocken und mit Leuten labern. Du musst dich hier, du wärst doch ideal dafür, sich dahinter zu hocken und ein bisschen von diesem Ruf zu erzeugen. Genauso wie du. Macht einfach Ruf, okay? Ich hau die jetzt alle immer von der Aufnahme hier weg. So. So, 4 Leute arbeiten jetzt gerade in der Aufnahme. In dem Marketingzeug. Wir sind bei 85%. Haltet diesen Prozentsatz hier noch ganz kurz aus. Haltet ihn einfach aus, okay? Und ihr erhöht das ganz schnell um 10%. Ja, Öffentlichkeitsarbeit, ja, ein bisschen Ruf. Ja, da ist was gestorben. Das ist nicht so cool, aber es wurde auch was geheilt. So, 20.000. Ja, ich starte euer Ding neu. Kein Problem. Projekt starten. So, ja, es wird gerade ganz viel geheilt. Das ist sehr schön. Wir einfach weiter heilen. So, ja, Marketing brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen eigentlich Kundenbetreuung. So, gut, du machst auch kein Marketing. Sonst wärst du auch gleich wieder weg. So, wenigstens steht einer da gerade rum. Aber ich hätte da gerade gerne alle rumstehen. So, du bist an der Aufnahme. Scheiß auf die fucking Aufnahme. Ich brauche dich hier hinten, ganz ehrlich. So, dich brauche ich auch ganz dringend nach da hinten. Es ist mir jetzt auch scheißegal, ob ihr gleich alle kündigen wollt, weil ich euch dauernd einteile, aber ich brauche euch hier hinten. So, aufheben. Du bist so überqualifiziert, ich brauche dich hier einfach. Hey, du sollst nicht in der Aufnahme arbeiten, du sollst hier hinten arbeiten. Kann ich dich bitte aufheben? So, perfekt. Hier arbeiten, hier. Nirgends anders. So, jetzt ist unsere Dingrate wieder runtergegangen. Ja, toll. Ach Gott, jetzt ist diese scheiß Heilungsrate wieder runtergegangen. Das gibt's doch nicht. Aber wir brauchen doch hier auch ein paar Krankenpfleger. Ganz ehrlich, was ist denn das? Gefühlt ist hier keiner verantwortlich. Hier, bitte, befasst euch irgendwie mit euren fucking Patienten. Und Geld mangelt uns gerade am wenigsten. So, ja, Rock'n'Rollitis wegen mir macht das. Wenn ihr irgendwie mal euren Arsch hochbringen würdet, das ist ja Wahnsinn.
mit ihrem Hitalbum. So, jetzt hätten wir es. Jetzt wenn wir unseren Ruf noch stimmen würde. Komm. Wo ist. Sind diese ganzen Arschlöcher? Alter, bleib doch einfach in diesem fucking Zimmer. Wenn ich einmal hier nicht aufpasse, seid ihr weg einfach. Hier, arbeite bitte im Marketing. Du auch. Ja, schön, wenn er Feelings. Bla. Hey, jetzt ist der eine da schon wieder abgehauen, oder? Und gültiges Verschieben. Nein, die sollte einfach arbeiten. Wie das die anderen halt auch schaffen, einfach hier im Marketing zu arbeiten. So, Öffentlichkeitsarbeit, scheiße. Erhalte 500 Forschungspunkte, das sollten wir hinkriegen. Ja, jetzt geht alles wieder nach unten. Das habt ihr toll hingekriegt, ihr Marketing-Heinis. Oh, ich hasse die gerade so richtig. Was so richtig, Leute. Okay, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Two Point Hospital. Bis dahin, tschüss.